Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite heute mit Seite 261. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir wissen dürfen, dass du ein Erbe für uns vorbereitet hast im Himmel. Dass wir einmal auf der neuen Erde für immer leben dürfen. Und Herr, wenn wir etwas lesen über die Verteilung des Landes für... Die Kinder Israels damals vor vielen Jahren. Dann lass uns gleichzeitig daran denken, dass du uns einmal die neue Erde austeilen möchtest. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist unser Herz erfreuen möchtest. Das danken wir dir und bitten es im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Josua Kapitel 17. Es geht gerade um den zweiten, um die zweite Hälfte des Stammes Manasse, die Hälfte, die nicht im Ostjordanland, sondern in Kanaan ihr Erbteil bekommen sollte. <laughs> Wir lesen ab Vers 3. Aber Zelophrat, der Sohn Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machias, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und dies sind die Namen seiner Töchter Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Wir kennen sie schon aus 4. Mose 26. Wo sie bereits ein besonderes Erbrecht für die Töchter auch in Anspruch genommen haben und entsprechend angefragt haben und ihnen es auch dann gewährt worden ist. Diese traten vor den Priester Eleazar und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor die Fürsten und sprachen: Der Herr hat Mose geboten, dass er uns ein Erbteil geben soll unter unseren Brüdern. Und man gab ihnen ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters nach dem Befehl des Herrn. Und so fielen auf Manasse zehn Anteile außer dem Land Gilead und Baschan, das jenseits des Jordan liegt. Diese Frauen hatten einen Anspruch, gemäß des Wortes Gottes, und sie scheuten sich nicht, auch diesen Anspruch geltend zu machen. Wenn uns etwas zukommt im Werk Gottes, wenn wir, wenn Gottes Wort uns etwas zuspricht, dann dürfen wir das auch mit Überzeugung in Anspruch nehmen. Denn die Töchter Manasses empfing ein Erbteil unter seinen Söhnen, aber das Land Gilead wurde den übrigen Söhnen Manasses zuteil. Und Manasses Grenze lief von Asse an nach Mikmetat, das vor sichem liegt, und geht zur Rechten bis zu den Einwohnern von En-Tapuach. Denn das Land Tapuach wurde Manasse zuteil. Aber die Stadt Tapuach an der Grenze Manasses wurde den Söhnen Ephraims zugeteilt. Es gab also manchmal sehr diffizile. Und fein ausgearbeitete Lösung für die entsprechende Landverteilung. Danach kommt die Grenze herab zum Bach Kana südlich vom Bach. Diese Städte gehören zu Ephraim mitten unter den Städten Manasses, aber die Grenze von Manasse verläuft nördlich vom Bach und endet am Meer. Dem Ephraim wurde das Land gegen Süden und dem Manasse dasjenige gegen Norden zuteil und das Meer ist seine Grenze. Gegen Norden stößt es an Asser und an Issachar. gegen Osten. Und Manasse erhielt im Gebiet von Isascha und Asser Betschean und seine Tochterstädte, Jibleam und seine Tochterstädte, die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte, die Bewohner von Endor und seine Tochterstädte, die Bewohner von Tanach und seine Tochterstädte, die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte, die drei Anhöhen. Aber die Söhne Manasses konnten diese Städte nicht einnehmen, sondern es gelang den Kananitern in diesem Land zu bleiben. Es geschah aber, als die Söhne Israels mächtig wurden, machten sie die Kananiter frontpflichtig, aber vertrieben haben sie dieselben nicht. Wieder ein Hinweis darauf, dass die Kananiter, die eigentlich hätten ausgerottet werden sollen, in Resten sich halten konnten in einigen Territorien. Und die Söhne Josefs redeten mit Josef und sprachen, warum hast du mir nur ein Los und einen Anteil zum Erdbesitz gegeben, obgleich ich doch ein großes Volk bin, da der Herr mich bisher so gesegnet hat. Denn Josef hatte ja den materiellen Erstgeburtssegen von Jakob erhalten. Judah hatte das geistliche Erstgeburtsrecht bekommen und wird hier interessanterweise auch bei der Landverteilung, nachdem die Ostjordan-Gebiete ja an die zweieinhalb Stämme schon vergeben worden sind, als allererstes und mit dem mit der größten Anzahl an Städten bedacht. Aber gleich danach kommen die beiden Stämme, die von Josef abstammen, und sie bekommen, werden als zwei Stämme gerechnet, sozusagen als doppelter Anteil. Und entsprechend ist der Anspruch auch auf ein großes Gebiet. Da sprach Josef zu ihnen: Wenn du doch ein so großes Volk bist, so ziehe hinauf in den Wald. Und rode dir dort aus, in dem Land der Pharisiter und Riphaiter, wenn dir das Bergland Ephraim zu eng ist. Da sprachen die Söhne Joses: Das Bergland wird nicht hinreichen für uns, aber alle Kananiter, die in der Ebene wohnen, haben eiserne Streitwagen. In Bethshean und in seinen Tochterstädten und in der Ebene Israel, Mit anderen Worten: Das ist uns zu so schwierig. Das werden wir nicht schaffen. Wir, wir können sie nicht besiegen. Das ist die Idee. Wir brauchen woanders Land. Da sprach Josua zum Haus Joses: zu Ephraim und Manasse, du bist ein zahlreiches Volk und hast eine große Kraft. Du sollst dich nur ein Los haben, sondern das Bergland soll dir gehören, wo der Wald ist. Den rode dir aus und die Ausläufer des Waldes sollen dir gehören, denn du sollst die Kananiter vertreiben, auch wenn sie eiserne Streitwagen haben und mächtig sind. Sie hatten viele Gaben und Ressourcen von Gott bekommen. Sie waren ein großes und mächtiges Volk geworden, diese beiden äh, Stämme. Und entsprechend sollten Sie auch diese, diese Kraft, die Gott Ihnen geschenkt hat, einsetzen für die Besiegung der Kananiter. Wenn Gott uns Weisheit geschenkt hat, viel Einsicht, Kraft, Talente, Ressourcen, dann möchte er auch, dass wir sie zu seiner Ehre entsprechend unserer Gaben und Fähigkeiten einsetzen und nicht glauben, dass wir es nicht schaffen könnten. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israels versammelte sich in Silo und schlug dort die Stiftshütte auf, und das Land war ihnen unterworfen. Dieser Ort, Silo, im Zentrum von Palästina, heißt auf Hebräisch eigentlich Shilo und erinnert damit an den Namen, den Titel des kommenden Erlösers, so wie Jakob in 1. Mose 49 auf den kommenden Shilo hingewiesen hat. Dort war die, das Heiligtum. Und dort war die Ruhestätte, denn Shiloh heißt Ort der Ruhe. Damit wollte Gott deutlich machen, dass Er derjenige ist, der Ruhe schenkt. Jesus lädt uns ein, Ruhe zu empfangen, wenn wir zu Ihm kommen. Denn Er ist für uns das Heiligtum und Er dient im wahrhaftigen himmlischen Heiligtum für uns. Und das Land war ihnen unterworfen. Es waren aber noch sieben Stämme der Söhne Israels, denen man die Erbe nicht ausgeteilt hatte. Und Josef sprach zu den Söhnen Israels, wie lange seid ihr so lässig, dass ihr nicht hingeht, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gegeben hat. Gibt es in deinem Leben auch Dinge, die du schon längst hättest tun können, schon längst überwinden können, schon längst Siege erringen können, aber bisher warst du geistlich zu lässig. Und hast die Kraft Gottes, die er dir schenkt, nicht in Anspruch genommen? Wie lange willst du noch so lässig sein? Nimm dir ein Beispiel an den Israeliten, die jetzt sich aufmachen, um das Land in Anspruch zu nehmen. Nehmt aus jedem Stamm drei Männer. So will ich sie aussenden und sie sollen sich aufmachen und das Land durchziehen und es ihren Erbteilen entsprechend aufzeichnen und dann wieder zu mir kommen. Sie sollen das Land in sieben Teile aufteilen. Judah soll in seinem Gebiet gegen Süden bleiben, um das Haus Josef soll in seinem Gebiet gegen Norden bleiben. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, Herr, du weißt, wo es in unserem Leben Bereiche gibt, wo wir noch zulässig, zu nachlässig sind. Du weißt, wo wir Siege erringen könnten und es vielleicht nicht wollen oder uns nicht zutrauen oder es nicht für möglich halten. Herr, erinnere uns daran, was wir alle schon mit dir erlebt haben und wie du uns bisher geführt hast und dass wir dann im Glauben vorangehen. Dass du uns tatsächlich den ganzen Sieg schenken möchtest. Und dass du uns in alle Wahrheit führst und uns bis auf den Himmel vorbereitest. Das danken wir und beten es im Namen Jesu. Amen.